Hey Leute, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und ihr seid fitter als unsere Redaktion aktuell. Aber direkt weiter zu unseren heutigen Themen. Was für ein mega Schnäppchendeal winkt dem FC Bayern? Und wieso kommt es für Karim Adeyemi aktuell von zwei Seiten ganz dicke? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick News. Wir starten die Kick News heute mit einer echten Schockmeldung für den FC Barcelona. Ein Griff an das rechte Knie. Schmerzverzerrtes Gesicht, Tränen in den Augen. Für Gavi wird der 19. November als ganz düsterer Tag in seiner noch jungen Karriere eingehen. Die Katalanen müssen eine lange Zeit auf ihren Wunderknaben verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit wird er die restliche Saison verpassen. Was war passiert? Im EM-Quali-Spiel gegen Georgien hatte sich der aggressive Achter in der 23. Minute übel das Knie verdreht. Schnell war klar, dass es sich um eine schwere Verletzung handeln muss. Gavi verließ tränenüberströmt den Platz. Kurz nach dem Spiel folgte dann die Diagnose Kreuzbandriss. Es ist eine ganz, ganz bittere Nachricht für Gavi und den spanischen Fußball. Nicht nur ist die Saison im Verein gelaufen, auch die EM, die vom 14. Juni bis 14. Juli stattfinden wird, könnte der Rechtsfuß verpassen. Kick 11 wünscht gute Besserung. Werd schnell wieder fit, Gavi. Borussia Dortmund spielt eine extrem wechselhafte Saison. Nach einem punktemäßig sehr guten Start in die Bundesliga mussten die Schwarz-Gelben zuletzt ordentlich federn lassen. Nach bitteren Pleiten gegen den FC Bayern und den VfB Stuttgart hat sich die Erkenntnis verfestigt, dass der BVB in diesem Jahr einfach kein Titelkandidat ist. Zu inkonstant präsentiert sich die Elf von Edin Terzic. Das liegt auch an den Versäumnissen auf dem Transfermarkt im Sommer. Auf einigen Positionen gibt es qualitative Probleme. Vor allem in der Abwehr drückt der Schuh. Die wohl größte Baustelle des Kaders? Die defensiven Außenbahnen. Deshalb sollen gleich zwei neue Außenverteidiger in Dortmund aufschlagen. Sowohl für rechts als auch für links sucht der BVB jetzt Verstärkungen. Mit Rami Benzebaini, Julian Riasson und Marius Wolf verfügen die Dortmunder zurzeit nur über drei ernsthafte Optionen für die zwei Problempositionen. Fällt mal einer des Trios aus, wird es ganz schnell eng. Zuletzt half deshalb zum Beispiel auch Niklas Süle hinten rechts aus. Süles Paradeposition ist das aber nicht. Darüber hinaus werden dessen Dienste in der ebenfalls schmal besetzten Innenverteidigung benötigt, wo aktuell ebenfalls nur drei etatmäßige Kräfte zur Verfügung stehen. Und Kehl hat auch schon zwei Kandidaten ausgemacht, die im Winter kommen könnten. Da ist zum einen Juan Miranda von Betis Sevilla. Der Ex-Schalker beackert in Andalusien die linke Seite und hat zuletzt zwischen Startelf und Ersatzbank gependelt. Er kennt die Bundesliga aus seiner Zeit bei Schalke und verfügt über eine gute Technik. Eine hohe Endgeschwindigkeit fehlt dem 23-Jährigen allerdings ebenso wie Rami Benzebaini. Vom Spielertypen ähneln sich der 1,85 Meter große Miranda und der Algerier. Ein weiterer Kandidat ist Trevoh Chalobah vom FC Chelsea. Vor allem die Bayern-Fans sind mit dem Namen vertraut. Schließlich standen die Münchner am Deadline-Day kurz davor, den Engländer unter Vertrag zu nehmen. Mittlerweile sollen die Bayern aber von einem Transfer abgerückt sein. Dortmund hat also eine realistische Chance beim 24-Jährigen. Chalobah ist zwar von Hause aus kein gelernter Rechtsverteidiger. Er hat diese Position bei Chelsea aber einige Male gespielt. In der Innenverteidigung und auf der 6 fühlt sich Chalobah aber tendenziell wohler. Voraussetzung für beide Transfers wäre aber wohl der Abgang von Thomas Meunier. Der Belgier hat in dieser Bundesliga-Saison noch gar nicht auf dem Platz gestanden. Der BVB will seinen Großverdiener unbedingt loswerden. Terzic und Kehl haben die Problemstelle erkannt, wenn auch etwas spät. In Dortmund will man auf die anhaltenden Probleme jetzt reagieren. Der Plan sieht also ganz klar so aus, dass man im Winter bestenfalls gleich doppelt zuschlagen will auf dem Transfermarkt. Bleiben wir noch eine Weile in Dortmund, wo die Stimmung angesichts drei siegloser Ligaspiele in Serie nicht besonders rosig ist. Vor allem um Karim Adeyemi gab es zuletzt Stress. Der Flügelflitzer hat mehr mit lustlosen Auftritten und Ballverlusten auf sich aufmerksam gemacht, als mit Toren und Vorlagen. Noch kein einziger Treffer ist dem 21-Jährigen in 13 Spielen geglückt. Dazu kommen zwei schmale Assists. Und das, obwohl der Sprinter in der Rückrunde der letzten Saison noch zu den besten Borussen gezählt hatte. Und jetzt gibt es neben dem Leistungstief auch weiteren Ärger um den Linksfuß. Kein Wunder, dass Julian Nagelsmann Adeyemi für die Nationalmannschaft nicht berücksichtigt hat. Stattdessen hätte der Angreifer eigentlich im U21-Team spielen sollen. Darauf hatte Adeyemi aber wenig Lust. Er hat die Länderspielreise abgesagt. Offiziell, weil er sich auf den BVB konzentrieren will.
Mit dieser Entscheidung hat er sich aber gerade mit Blick auf die EM riesige Steine in den Weg gelegt. Im Rahmen der U21-Partie gegen Estland am Freitagabend hat sich DFB-Boss Bernd Neuendorf zu der Entscheidung geäußert. Ich halte es für einen Fehler. Ich glaube, dass man stolz sein sollte, wenn man den Adler auf der Brust trägt. Hinsichtlich der angestrebten Aussöhnung des DFB mit den deutschen Fans ein klarer Fingerzeig, dass die Absage von Adeyemi wohl nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Bundestrainer Nagelsmann war ebenfalls angefressen darüber, dass Adeyemi es bevorzugt hat, in Dortmund mit einem ausgedünnten Kader zu trainieren, statt bei der U21 echte Wettkampfpraxis zu sammeln. Dass die Chancen von Adeyemi auf eine Nominierung für die EM jetzt gewaltig gesunken sind, dürfte klar sein. Ein schneller Flügelstürmer mit seinen Qualitäten wäre für Nagelsmann eigentlich eine sehr interessante Option gewesen. Der Weg zurück ist für Adeyemi jetzt besonders schwer. Die Zeit bis zum Turnier ist kurz. Es könnte also sein, dass der BVB-Profi sich bereits endgültig ins Abseits gestellt hat. Und nicht nur beim DFB wird Adeyemi aktuell sehr kritisch gesehen. Auch innerhalb des Vereins wachsen die Zweifel. Es gibt nicht wenige im Verein, die Adeyemi fehlende Professionalität und fehlenden Fokus vorwerfen. Die Vereinsbosse fragen sich, wie sehr sich Adeyemi von seinem Umfeld negativ beeinflussen lässt. Der Spieler selbst wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, dass seine Freundin, die Rapperin Loredana oder jemand anderes für sein Formloch mitverantwortlich ist. Kehl und Terzic haben Adeyemi deshalb jetzt eine ordentliche Standpauke gehalten und ihm dabei deutlich zu verstehen gegeben, dass man mit den bisher gezeigten Leistungen überhaupt nicht einverstanden ist. Unabhängig von der Ursache muss Adeyemi zusehen, dass er sich schleunigst berappelt, denn aktuell prasselt es von allen Seiten auf den Youngster ein. Und die Geduld scheint sowohl in Dortmund als auch beim DFB mittlerweile aufgebraucht zu sein. Luka Modric ist einer der größten Vereinsikonen in der Geschichte Real Madrids. Weltfußballer, Europas Fußballer des Jahres, dazu 5 Champions League-Titel und 3 Meisterschaften. Die Vita liest sich wie ein Märchen. Aber auch die schönsten Geschichten im Fußball müssen irgendwann zu Ende gehen. Der kroatische Zauberfuß sieht seine Zukunft nicht mehr in Madrid. Wie spanische Medien berichten, hat der Routinier die Entscheidung getroffen, sich im kommenden Sommer von den Königlichen zu verabschieden. Und sein zukünftiges Ziel soll ebenfalls feststehen. Modric will auf seine alten Tage nochmal fett abkassieren und seine Karriere in Saudi-Arabien ausklingen lassen. Modrics Vertrag endet im Anschluss an die laufende Saison. Seinen unangefochtenen Stammplatz hat der 38-Jährige an seine jüngere Konkurrenz verloren. Aufgrund der langfristigen Ausfälle von Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni könnten es aber künftig wieder mehr werden. Vor einiger Zeit wurde Kun Castells beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass der Wolfsburg-Keeper dem Schritt nach München offen gegenübersteht. Das hat der Torhüter jetzt bestätigt. Gegenüber belgischen Medien hat Castells im Zuge der Länderspielpause gesagt, wenn diese Spiele dazu beitragen, das Interesse bestimmter Vereine zu wecken, wäre das schön. Ich freue mich auf das, was auf mich zukommt. Explizit nach Bayern gefragt, meinte der 31-Jährige. Wenn sie an die Tür klopfen würden, wäre das natürlich ein sehr schöner Schritt. Ein klares Angebot von Castells. Sollten sich die Bayern im Sommer nach einem neuen Keeper umschauen, steht der 2-Meter-Mann bereit. Castells zählt seit Jahren zu den besten Torhütern der Liga. Seinen auslaufenden Vertrag in Wolfsburg wird der Schlussmann nicht verlängern. Das ist schon länger klar. Deshalb wäre er im Sommer ablösefrei zu haben. Manuel Neuer präsentiert sich seit seiner Rückkehr in einer super Form. Aber auch der 37-Jährige wird nicht jünger. Und Neuzugang Daniel Perez scheint noch nicht die Qualität zu haben, in Konkurrenz zu Neuer zu treten. Castells wäre dazu definitiv ein Upgrade zu Ulreich. Den Bayern winkt also ein schmackhafter Schnäppchendeal. Was meint ihr? Kann Karim Adeyemi beim BVB noch einmal zu alter Stärke finden? Oder sollte man in Dortmund langsam aber sicher Konsequenzen ziehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das waren unsere Kick News für heute. Kommt gut in die Woche und bleibt gesund. Und bevor ihr abhaut, lasst gerne noch ein Like da. Wir hören uns morgen wieder.